Kira, alles in Ordnung? Ganz ehrlich, mir geht es nicht so gut. Verstehe. Zum Glück bin ich ja da. Das denke ich auch. Das Gefühl wird schlimmer, je mehr wir uns Elom nähern. Was genau spürt ihr? Nach eurer Rückkehr von Elom hatten Scourge und ich dieses seltsame Gefühl, als hätten wir gerade eine Erinnerung geweckt. Sie ist undeutlich, aber vertraut. Wie ein Traum. Ich habe versucht, Kira und Scourge zu helfen, die Details dessen, was sie gespürt haben, zu erkennen und ihren Gefühlen Klarheit zu geben. Aber meine Hilfe konnte nur wenig erreichen. Wir waren uns alle einig, dass es nötig ist, dies weiter zu erforschen. Scourge ist an einen Ort gereist, mit dem ich nicht vertraut bin. Es gibt dort Ruinen, von denen er vermutet, dass sie mit Darth Nul in Verbindung stehen. Ich wünschte, der Große wäre hier. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so etwas ohne ihn gemacht habe. Es ist besser so. Eure Wege werden wieder zusammenfinden, auch wenn ihr jetzt alleine gehen müsst. Ich hoffe, dass diese Festung auf Elom zu besuchen dafür sorgt, dass eure seltsamen Gefühle Sinn ergeben. Und was auch immer diese Gefühle bedeuten, falls sie etwas mit Darth Nul zu tun haben, helfen sie euch vielleicht herauszufinden, was Malgus vorhatte. Ich schätze, das werden wir herausfinden. So oder so. Das Bergungsteam der Hand des Imperiums kann uns gewiss einiges erzählen. Bevor wir weitersprechen, sollten Kira und ich uns mit diesem Ort vertraut machen. Wir stoßen im Lager zu euch, nachdem wir uns ein wenig umgesehen haben. Ich verspreche, wir machen nichts kaputt. Talos. Seid gegrüßt, mein Lord. Ihr wollt gewiss erfahren, wie wir vorankommen. Das war eindeutig eine der interessantesten Expeditionen, an denen ich je beteiligt war. Sie stellt sogar meine Zeit beim Bergungsdienst in den Schatten. Vor allem die Zusammenarbeit mit Colonel Gola war wirklich erhellend. Was habt ihr in den Ruinen gefunden? Oh, viele bemerkenswerte Dinge, aber einige waren vertrauter, als ich erwartet hatte. Ob ihr es glaubt oder nicht, diese Festung war vielleicht längst nicht so isoliert, wie wir zunächst dachten. Bei der Durchsuchung des Wracks bin ich auf einige Artefakte gestoßen, die erstaunliche Ähnlichkeiten mit den Relikten früherer archäologischer Ausgrabungen aufwiesen, auf weit entfernten Welten. Sobald die Relikte hier sorgfältig dokumentiert sind, werde ich eine umfassende Untersuchung dieser Verbindungen durchführen. Vielleicht finden wir eine Karte, die andere Ziele von Malgus identifiziert. Oh, mir schaudert bei dem Gedanken, wie viele andere Stätten er noch geplündert hätte, wenn ihr ihn nicht gestoppt hättet. Ausgezeichnete Arbeit. Wie ich sehe, seid ihr gewissenhaft wie immer. Danke, mein Lord. Wenn ihr gewillt seid, schlage ich vor, dass ihr einige der Relikte selbst untersucht. Ihr findet sie im Lager verteilt. Jemandem mit euren Fähigkeiten sollte es nicht schwerfallen, das unerklärliche Gefühl zu erkennen, das ich gerade beschrieben habe. Lasst es mich wissen, wenn ich noch mehr für euch tun kann.
Es ist mir eine Freude, euch wiederzusehen. Der Zwischenfall im Dünenmeer ist schon eine ganze Weile her. Ich freue mich, dass ihr eure Hilfe angeboten habt. Wir haben unglaubliches Glück, dass Colonel Gola zu uns stößt. Seine Expertise hat sich für dieses Team als unbezahlbar erwiesen. Danke, Lord Rivix. Das ist zu viel des Lobes. Vor allem angesichts der Ergebnisse dieser Mission. Was meint ihr damit? Ich habe viele Expeditionen geleitet, die trotz der damit verbundenen Gefahren weitgehend erfolgreich waren. Aber diese hier ist ungewöhnlich. Unsere Zeit hier war vergleichsweise ereignislos und doch haben wir nicht viel gelernt. Wir haben jedes Fragment sämtlicher Artefakte, die wir in diesen Ruinen gefunden haben, zweimal überprüft. Aber wir können immer noch nicht abschließend sagen, warum Darth Nul die Maschine in dieser Festung gebaut hat. Aber nun, da ihr hier seid, kommen wir der Lösung dieses Mysteriums vielleicht einen Schritt näher. Alles, was ihr und Lord Rivix mir über eure Zeit hier erzählen könnt, wäre hilfreich. Nein, ich glaube es nicht. Was ist los? Dieses Gefühl, das ich mir nicht erklären konnte. Ich dachte nicht, dass es das sein würde. Das stammt von Darth Nulls Maschine, die Malgus zerstört hat? Exakt. Darth Nul. Sie war ein Kind des Imperators. Was ist ein Kind des Imperators? Die Kinder des Imperators waren eine Geheimwaffe. So wie die Diener, die wir daran gehindert haben, Meisterin Satil zu töten. Sie existieren beide schon seit Jahrhunderten. Der große Unterschied besteht darin, dass die Diener dem Imperator blind gefolgt sind. Das war bei den Kindern nicht der Fall. Die Sith würden die Leute verschleppen und ihnen einen winzigen Teil der Macht des alten Imperators einpflanzen. Dadurch konnte er sie kontrollieren und zwingen zu tun, was immer er wollte. Die meisten der Kinder wussten nicht einmal, was man ihnen angetan hatte. Bis es zu spät war. Aber der Imperator ist fort. Falls er noch irgendeine Kontrolle über die übrigen Kinder hatte, wurde diese Verbindung unterbrochen. Das wirft die Frage auf. Warum hat Malgus ein derart großes Interesse an einer Schachfigur des ehemaligen Imperators? Einer seit Jahrhunderten toten Schachfigur noch dazu. Wenn es doch nur jemanden gäbe, der uns mehr erzählen kann. Das klingt, als hättet ihr schon jemanden im Auge. In der Tat. Laut der Aufzeichnungen, die wir bergen konnten, wurden ursprünglich zwei Grabungsteams nach Ilum entsandt. Eines von der Republik, das andere vom Imperium. Wir haben mit allen Mitgliedern beider Teams gesprochen, mit einer Ausnahme. Einer jungen Jedi namens Saha Katin. Aus unseren Personalakten geht hervor, dass sie der Padawan des Jedi-Historikers war, der das Expeditionsteam der Republik angeführt hatte. Meister Denim Orr. Falls sie die einzige überlebende Zeugin ist, könnte sie uns vielleicht viel erzählen. Und ihr werdet sie freundlich fragen, oder? Keine Sith-Verhörtechniken? Das entscheiden wir, wenn wir den Padawan gefunden haben, aber die Suche wird eine Weile dauern. Bis dahin schlage ich vor, sprecht mit Malgus. Denkt ihr, er wird etwas sagen? Nicht freiwillig. Aber das Vertrauen, das er in seine eigenen Pläne setzt, kann gegen ihn verwendet werden. Sollte das nicht funktionieren, könnte ihn eine kleine Ermutigung gewiss dazu bringen, etwas zu verraten. Der Weg vor uns erstreckt sich immer weiter, wie mir scheint. Rican, ich bin es. Saha!
Icon. Bitte. Hör auf. Was ist los mit dir? Ich habe alles riskiert, um hierher zu kommen und du hörst mir nicht einmal zu. Hätte ich dich nicht gerettet, wer weiß, was diese Sklavenhändler... Wovon in aller Welt redet ihr da? Ich bin kein Sklave. Aber ich dachte... Ihr habt mich verlassen. Ihr wisst gar nichts. Das hätte mein Kampf sein sollen. Meine Chance auf Größe. Aber ihr habt ihn mir gestohlen. Mal wieder. Ich... Verzeih mir. Es tut mir schrecklich leid, Recon. Alles. Ich hätte nicht so mit dir reden dürfen und... Und es tut mir leid, dass ich dich zurückließ. Das bedauere ich. Die ganze Zeit. Ich würde alles dafür geben, etwas ändern zu können. Ich weiß, ich kann nicht alles wieder gut machen, aber bitte, darf ich es wenigstens versuchen? Du bist alles, was ich noch habe. Egal, was du brauchst, ich kann dir helfen. Ich brauche euch nicht. Aber ich kenne jemanden, der euch braucht. Folgt mir und haltet den Mund. Sonst seid ihr erledigt. Da seid ihr ja. Wir haben versucht, ihn aufzuwärmen, aber es lief so gut, wie zu erwarten war. Er war nicht sonderlich entgegenkommend. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Es gibt für uns keinen Grund mehr zu kämpfen. Es wäre besser für alle Beteiligten und vor allem für euch, wenn ihr uns sagt, was ihr vorhattet. Werdet ihr wirklich nichts sagen? Lasst uns kurz allein. Seid ihr sicher? Ich denke, das ist der beste Weg, ihn zum Reden zu bewegen. Ich denke, ihr wisst, was ihr tut. Seid aber vorsichtig. Ich will nur eure Absichten verstehen, was ihr getan habt und warum. Warum interessiert ihr euch so sehr für ein Kind des Imperators? Ihr seid ein hoffnungsloser Fall. Was habt ihr gesagt? Ihr seid ein Narr, einfältig und erbärmlich. Und euer verzweifelter Kampf gegen das Unvermeidliche ist einfach nur armselig. Ihr habt übersehen, was genau vor euren Augen war. Darth Null war kein Kind des Imperators. Sie war die erste, ihrer aller Mutter. Darth Null hat die Kinder des Imperators erschaffen. Sie hat die Beute gejagt, hat sie gebrochen. Sie hat sie indoktriniert. Seine Macht. Sein Wille, aber ihre Methoden, ihre Erfindungen, bis der Imperator sie nicht mehr nützlich fand. Alles, was Null auf Ilum hatte, wurde zerstört. Niemand kann diese Maschinen noch benutzen. Denkt ihr, eine Sith wie Darth Null hatte keine anderen Pläne?
Denkt ihr, die in dieser Festung begrabenen Geheimnisse werden für immer verborgen bleiben? Das entzieht sich eurer Kontrolle. Alles, was für meinen Plan nötig war, ist eingetreten. Meine Vision wird sich erfüllen. Nichts, was ihr tut, wird etwas ändern. Das dachtet ihr beim letzten Mal auch schon. Was ist dann passiert? Ihr habt versagt, Malgus. Was auch immer ihr begonnen habt, ich beende es. Darth Nul hat die Kinder des Imperators geschaffen? Das ist ja noch schlimmer. Malgus wollte wohl etwas Ähnliches erschaffen. Eine Armee ahnungsloser Sklaven. Er hat sich mit bereitwilligen Soldaten gegen das Imperium gestellt und ist gescheitert. Dieses Mal wollte er die volle Kontrolle über seine Gefolgsleute. Vielleicht. Es ist nicht so, dass er der erste Sith ist, der so etwas versucht. Hat Malgus sonst noch etwas gesagt? Er sagte, seine Gefangennahme hätte nichts gestoppt und dass Nuls Geheimnisse nicht auf ewig verborgen bleiben würden. Klingt, als habe er geblufft. Scourge und ich haben die letzten Anhänger des alten Imperators jahrelang gejagt und selbst wir haben nichts über Nul gefunden. Und seit wir von ihrer Existenz wissen, hat auch niemand in der Machtenklave etwas zutage gefordert. Nicht existente Aufzeichnungen, eine zerstörte Festung. Der Imperator hat Nul offensichtlich abserviert und sämtliche Beweise vernichtet. Nicht alle, wie es scheint. Was meint ihr damit? Während ihr Malgus befragt habt, hat uns Darth Rivix diese Audiodateien geschickt. Sie wurden von einem Datenpad ausgelesen, das sein Team gefunden hat, nachdem ihr Ilum verlassen hattet. Expeditionsbericht. Jedi-Meister Dendalm R., Leiter des Bergungsteams auf Ilum. Je länger wir die mächtige Apparatur im Zentrum dieser Ruinen untersuchen, desto größer werden meine Bedenken. Eine dunkle Energie geht davon aus. Eine Energie, die ich nur allzu gut kenne. Ich habe Angst, sie könnte Sahar in Mitleidenschaft ziehen. Aber fürs Erste muss ich mein Unbehagen zurückstellen. Ich muss mich darauf konzentrieren, das Holocron zu finden und zu zerstören, das Nul hier zurückgelassen hat. All ihre Entwürfe, ihre Pläne, könnten darin enthalten sein. Ich werde nicht ruhen, ehe ich den letzten dunklen Makel ausgemerzt habe, den die Kinder des Imperators hinterlassen haben. Ich muss alles, was wir getan haben, wieder gut machen. Die Kinder des Imperators hatten einen Jedi in ihren Reihen? Er war nicht der Einzige. Meister Orr hat ein Holocron erwähnt. Ich habe im Lager des Bergungsteams keines gesehen. Ich auch nicht. Ich habe auf der Liste der Artefakte, die uns das Bergungsteam geschickt hat, nichts von einem Holocron gesehen. Es werden also ein Padawan und ein Holocron vermisst. Das muss nichts bedeuten, aber ich glaube schon lange nicht mehr an Zufälle. Wir sollten uns darauf konzentrieren, das Holocron zu finden, bevor jemand anderes es benutzt. Und es gibt keine Garantie, dass es sich im Besitz von Meister Ors Padawan befindet. Es gefällt mir nicht, dass sie alleine da draußen ist. Die Suche nach ihr sollte oberste Priorität haben. Der Plan gefällt mir. Wir können weitreichende Entscheidungen erst treffen, wenn wir Saha Katin oder das Holocron gefunden haben. Das war alles ziemlich viel. Ich denke, ich werde jetzt erst einmal meditieren. Während wir uns mit der Suche nach Darth Nuls Relikten befassen, Arkan hat wohl Neuigkeiten hinsichtlich der Untersuchung, mit der ihr ihn betraut habt. Die Suche war schwierig. Diese Welt ist so ungewöhnlich, dass mich selbst Sana Ray nicht darauf vorbereiten konnte. Aber ich habe etwas gefunden. Seit langer Zeit verlassene Ruinen.
Die Reste der Mauern sind mit seltsamen Zeichen bedeckt, die ich nicht kenne. Ich wollte tiefer in die Ruinen vordringen, aber eine unfassbare Machtenergie hielt mich davon ab. Wer auch immer diesen Ort aufgegeben hat, wollte nicht, dass seine Ruhe gestört wird. Ohne eine genauere Untersuchung wird es unmöglich sein, herauszufinden, was Darth Nul hier zurückgelassen hat. Tut mir leid. Ich habe das Gefühl, euch enttäuscht zu haben. Wir wissen jetzt mehr als vor eurer Abreise. Das ist doch schon mal was. Wenn Arkan Hilfe braucht, bin ich bereit, sie ihm zu gewähren. Ich werde diese Ruinen selbst durchsuchen. Ich würde mich über jede Unterstützung freuen. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Wenn ihr Hilfe braucht, werdet ihr sie bekommen. Sana Ray wird in Kürze zu euch stoßen. Danke. Ich bereite alles für ihre Ankunft vor. Sobald wir mehr wissen, kehren wir nach Odessen zurück. Ich werde euch nicht noch einmal enttäuschen. Das war alles, was auf der Tagesordnung stand. Ich weiß eure harte Arbeit zu schätzen, aber wir haben noch viel zu tun. Machen wir weiter. Jotti, ihr habt geantwortet. Shay, es ist lange her, seit wir uns so unterhalten haben. Das stimmt. Es war eine lange Jagd, aber ich habe das Nest dieses Gesindels gefunden. Es ist auf einem schlechten Scherz von einem Planeten namens Runuk. Wie es scheint, hat die Verräterin mehr rückgratlose Parasiten um sich geschart, als ich erwartet hatte. Ich kenne meine Grenzen. Alleine bin ich ihr nicht gewachsen. Zwischen ihr und mir stehen zu viele Narren. Aber wenn ihr mir helft, das Fußvolk loszuwerden, muss sie sich mir stellen. Dann können wir es ein für alle Mal beenden. Es wird Zeit, dass Hetta Kohl bezahlt.